Der Australia Quiz English hat eine Heimfahrt von 1000 Kilometern vor sich. Doch als die geplante Strecke überflutet ist, muss er die Alternativroute nehmen, die fünfmal so lang ist. Um sein Auto nach Hause zu bringen, fährt English 4770 Kilometer von Broome nach Kununurra im Norden Australiens. Für diese Strecke berechnet Google Maps eine Fahrzeit von 64 Stunden. Sohn Craig lässt die Welt auf seinem Twitter-Account an der Reise seines Vaters teilhaben. Dort teilt er täglich Bilder und Videos, die ihm sein Vater zuschickt, wenn er Empfang hat. Sohn Craig sagt gegenüber The Guardian, er ist der Einzige, der verrückt genug ist für diesen Trip. Ausgerüstet mit Campingkocher, Klappstuhl und Schlafsack begann English die Fahrt mit seinem Nissan Patrol am vergangenen Montag. Nachts schläft der Australier dann auf dem Dach seines Wagens, wie Sohn Craig auf Twitter schreibt. Die Aufmerksamkeit hat Chris English genutzt, um auf den Royal Flying Doctor Service of Australia hinzuweisen. Die Organisation bietet die medizinische Versorgung für Menschen in wenig besiedelten Gebieten Australiens an.